keltischen Helvetier lebten im 1. Jahrhundert vor Christus im schweizerischen Mittelland. Sie waren umgeben von den Römern und Germanen. Circa 50 vor Christus beschlossen die Kelten nach Frankreich auszuwandern. Julius Caesar wollte dies verhindern, da er durch die Ansiedlung Unruhe im südwestfranzösischen Raum befürchtete und durch die Entleerung des Mittellandes die Gefahr bestand, dass Germanenstämme angezogen würden. Deshalb zerstörten sie die Brücke in Genf und die Helvetier mussten einen anderen Weg suchen. Es kam dann zur Schlacht in Bibrac, in welcher die Helvetier geschlagen wurden und zurückkehren mussten. Darauf errichteten die Römer Kolonien in August und Nyon. Diese Zeit wird in drei Phasen eingeteilt, davon zwei Militärperioden und eine dazwischenliegende militärlose Periode. In der ersten Periode stand Grenzsicherung im Vordergrund. Kastelle wurden in der ganzen Schweiz errichtet. Straßen mit Verbindung von Gallien zu den Donauprovinzen wurden von den Römern gebaut und mit Meilensteinen versehen. Die Römer eroberten germanisches Reich zwischen Rhein, Main, Neckar und der oberen Donau. Dort stellten sie die Nordgrenze auf, eine 500 Kilometer lange Verteidigungswall, die Lim. In der militärlosen Periode war die Schweiz nicht mehr Grenzland. Es war eine friedliche Zeit. Die keltische und römische Kultur vermischten sich. Die römische Kultur war sehr attraktiv und sie setzte sich immer mehr durch. Thermen wurden in Städten gebaut. Das Latein vermischte sich mit den einheimischen Sprachen. So entstand in rätische Gebiete eine rätoromanisch und in keltische Region eine gallo-romanische Sprache. Die Luxusgegenstände waren Metall, Töpfer und Olivenöl. Die Mauer begannen die Häuser aus Stein und mit Dachziegeln zu bauen. Neu war, dass Städte gebaut worden sind. Dieser Vorgang nennt man Urbanisierung. Die Almanen zerstörten die Städte. Die zweite Militärperiode brach ein. Die Städte wurden nicht wieder aufgebaut. 400 nach Christus mussten sich die Römer zurückziehen. Eine Übergangszeit zum Mittelalter setzte ein. Kaiser Konstantin erklärte 313 das Christentum zur gleichberechtigten Religion, die sich ohne staatliche Verfolgung verbreiten konnte.